Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Schon vor einigen Wochen kam mein Unboxing von Amazon Fire TV Stick und heute kommt endlich mein Langzeittest. Ich glaube, ihr habt schon lange drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Und direkt nach dem Intro geht's los. So, wie gesagt, ist das jetzt endlich der Langzeittest zum Amazon Fire TV Stick. Beachten, nicht die 4K-Version, ich habe nur die normale Version, weil mein Fernseher kein 4K unterstützt. Und er hat mich jetzt die ganze Zeit begleitet, wenn ich das Fernsehen geschaut habe. Ich habe verschiedenste, ja, eigentlich fast alle Dienste, die man darüber nutzen kann, ausprobiert. Also wirklich 90% oder so. Ich habe bisher jetzt keinen feststellen können, der nicht funktioniert. Dazu kommen wir aber gleich dann nochmal. Dann mal nur kurz allgemein zum Fire TV Stick. Er wird in einer ziemlich schönen orangenen Box geliefert, kostet ca. 30 Euro. Man hat eine schöne, schicke Fernbedienung. Der Stick selber ist relativ, ja, doch ein bisschen groß, aber passt eigentlich perfekt. Wird leider ein bisschen warm. Okay, selber, man merkt ja nicht, weil der ist ja direkt am Fernseher dran. Aber ich muss sagen, dass er dann doch ein wenig warm wird zum Lieferumfang. Wir haben einmal den Amazon Fire TV Stick selber, dann haben wir noch einen Adapter, wo man dann den Amazon Fire TV Stick einstecken kann und dass er nicht direkt draufsteht, sondern auch ein bisschen biegen kann. Dann haben wir einmal ein Kabel, leider kein USB-C, dann die zwei Batterien für die Fernbedienung und ein 5 Watt Netzteil, was auch sehr traurig aber war. Ein Amazon Fire TV Stick hat direkt Netzteil dabei, das neue iPhone nicht, das neue iPhone kostet 1000 Euro. Der Fire TV Stick nur 30. So, jetzt kommen wir mal zu den Funktionen, die der Amazon Fire TV Stick so unterstützt, und dazu gehört, wie ihr gerade schon seht, der Alexa Sprachassistent, und der funktioniert relativ gut, aber auch nicht so perfekt. Das, was ihr gerade seht, war ein Tipp, aber das ist jetzt mittlerweile schon wieder weg. Und der funktioniert relativ gut, aber auch nicht gerade perfekt. Also, er geht schon, aber nicht ganz so gut wie im Echo Dot selber. Die Tipps kommen immer wieder, damit man versucht hinzuweisen, was man mit dem Alexa Sprachassistent also machen kann. Jetzt gehen wir mal runter zu den ganzen Apps, die ihr hier auch gerade seht. Und da ist eigentlich, muss ich sagen, auch wirklich alles dabei. Also, mir ist es nichts aufgefallen, was fehlen würde. Sky habe ich noch ganz gefunden. Die meisten Apps, die es so gibt, habe ich installiert. Ihr seht jetzt YouTube und so, The Zone, Netflix. Da hinten sieht man jetzt auch noch, was ich schon alles angeschaut habe. Da sind eine Menge Sachen dabei. The Zone hat manchmal ein bisschen die Probleme, aber es geht schon. Dann hier unten würde die ganzen Apps, also da ist eigentlich alles dabei: ARD, Join, Run, Twitch, Tetris, wie auch immer das braucht. Ja, und natürlich auch so Sachen wie Disney Plus und Magenta Sport. Bei den meisten davon habe ich auch die Abos und es funktioniert eigentlich auch immer reibungslos. Nur bei The Zone habe ich gerade ein bisschen Probleme. Aber das liegt aber, soweit ich weiß, an Join selber. Aber das ist so ein Problem, was irgendwie jeder, glaube ich, oft schon hat. Das kann aber sein, dass es einfach nur in unserem Account liegt. Sonst muss ich sagen, funktioniert wirklich alles echt oh, extrem gut. Ich hatte bisher mit nichts Probleme sonst. Außer das Sohn, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Sonst war auch überall die Qualität gut. Manche Leute haben irgendwie manchmal gemotzt, dass irgendwie in manchen Apps die Qualität nicht Full HD ist oder so. Aber hatte ich bisher wirklich, muss ich sagen, echt gar keine Probleme. Ich finde, es macht einen Fernseher, normalen zumindest, wirklich zu einem vollwertigen Smart TV. Und wie das jetzt genau in den Apps ausschaut, sehen wir uns jetzt an. So, wer jetzt denkt, das wäre mein Account, nein, ich kann euch beruhigen, das ist nicht mein Account. Das ist, ich habe mir einfach ein Gastprofil genommen, keine Ahnung, wer sich sowas reinzieht. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall habe ich nur ein Gastprofil genommen, weil ich wollte jetzt nicht meinen Hauptaccount dafür verwenden. Hätte ich ein bisschen unnütz gefunden. Und ja. Jetzt gehen wir mal in die Suche rein. Und soweit ich weiß, hat es ein Update bekommen. Ja, und da habe ich schon gesehen, man kann jetzt auch Ä auswählen und Ö. Das sind jetzt Sachen, auf die ich schon lange gewartet habe. Weil das hat mich wirklich echt eine Zeit lang aufgeregt, dabei dann das Ganze reinzuschreiben. Und man musste dann auch immer hoffen, dass auf anderer Seite dann das Richtige schon vorgeschlagen wird. Hier kann man jetzt dann, glaube ich, soweit ich weiß, auch die Sprache einmal ändern. Also die Sprache der Tastatur von einmal von Englisch, von Deutsch auf Englisch. An der Seite haben wir wie immer nur immer die Zahlen. Hier haben wir die Vorschläge wieder, keine Ahnung. Ja, und hier würde ich sagen, Nachrichten. So.
Verlauf und so und Abos habe ich natürlich nicht, weil das ist natürlich nur ein Gastaccount Gaming. Okay, das sieht man mal, was so in die Trends ist. Immer ganz interessant. Wenn es jetzt sein eigener Account ist, ja, dann müsste ich mich jetzt anmelden, will ich aber nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja, jetzt gehen wir nochmal in die Suche. Jetzt schaue ich mal. Ja, nehmen wir gleich das oberste Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. Ah, ich hoffe, ich bekomme jetzt dann keine Probleme mit Copyright und so. Welches Video, ne? Welches Video nehmen wir jetzt? Ah, ich mache es mal ein bisschen leiser, weil sonst kriege ich Probleme. Wenn man auch nur den Ton hört, dann habe ich wirkliche Probleme. So, die Werbung musste ich jetzt mal ganz kurz überspringen. Da, ja, da war gerade eine Werbung drin, tatsächlich, die brauche ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. So, jetzt sieht man es hier schon. Das ist recht Standard, keine Ahnung, was das für ein Film jetzt genau da ist. Die Qualität ist relativ gut. YouTube, das hat man aber alles, muss ich ganz ehrlich sagen, neu überarbeitet. Oh, dass man jetzt direkt auf den Kanal so drauf gehen kann, ist neu. Deswegen wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, hätte ich mich vor dem Video nur kurz darüber informiert. Aber ihr seht es hier, man kann jetzt auch direkt abonnieren. Kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil ich habe keinen Account drauf. Okay, ja, und hier sieht ihr das schon. Das ist relativ einfach gehandhabt. Und ich muss sagen, man kann das mit der Tastatur auch relativ gut bedienen. Und muss sagen, ich hatte da bisher wirklich noch gar keine Probleme damit. Durch das neue Update ist es jetzt noch besser. Ist auch gut, dass jetzt auch Updates unterstützt werden. Es kam ja auch allgemein auf YouTube überhaupt ein Update zu sowas. So. Gehen wir nochmal auf den Start. Und die ganzen Apps, die einem hier vor, die ganzen Videos, die hier einem vorgeschlagen wurden. Da fragt er mal, ob er beenden will. Ich klicke da mal aus Versehen aufs Falsche. Ja, so, jetzt ist man draußen. Hier sind jetzt wieder die ganzen anderen Apps. Hier, weil ich immer hier alle haben. ZDF kann jetzt auch mal kurz reingehen. Genau, man muss sich da aktualisieren. Das machen wir jetzt nicht unbedingt, aber die App funktioniert auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. So, gehen wir mal weiter. Gehen wir in die Zone rein. So, da musste ich jetzt mal ganz kurz wieder auch die Ladezeit rausschneiden. Die hätte wieder viel zu lange gedauert. Keine Ahnung, das ist immer, wenn man in einem Programm ziemlich lange nicht drin war und den ganzen Fire TV Stick auch ausgesteckt hat, dann dauert das immer ein bisschen. Aber normalerweise dauert es nicht annähernd so lang. So, haben wir schon draußen. Was wird hier im vorgeschlagen? UEFA Nations League. Naja, wer sich das anschaut, okay. Ich finde es ein bisschen unnütz, aber ja. Hier sieht das Ganze. Man kann es immer ganz gut benutzen. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch da keine Probleme mit dem Copyright. Hier seht ihr die ganzen Vorschläge, die man bekommt. Auch der Zone kann man, muss ich sagen, über den Fire TV Stick auch extrem gut benutzen. Das ist, glaube ich, das gleiche wie beim normalen Smart TV auch. Und noch ganz kurz in Join rein. So, da war jetzt wieder eine Ladepause. Die musste ich mal ganz kurz rausschneiden, weil die wäre wirklich zu viel gewesen. So, da haben wir es aber schon wieder. Das ist auch Join. Auch Join funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Man kann eigentlich wirklich auch alle Apps extrem gut benutzen. Jetzt gehen wir wieder raus. Ist ja nichts Besonderes. So, beenden. Ja, aber die ganzen anderen Twitch, muss ich sagen, gefällt mir extrem gut. Da gehen wir jetzt auch mal kurz rein. Das habe ich jetzt aber auch mal kurz rausgeschnitten, die Ladepause. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, mit welchem Account ich da gerade drin bin. Das können verschiedenste sein. Und muss sagen, das gefällt mir echt gut, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Twitch nutze ich echt extrem, extrem gern. Sowas wie Tetris oder so, wenn du Next spielst. Wenn mal jemand ein Video dazu sehen will, wie ich vielleicht auch mal versuche, auf dem Amazon Fire TV Stick zu zocken. Soweit ich weiß, müsste das sogar auch gehen. Also es gibt wirklich Leute, die zocken nur über den Amazon Fire TV Stick. Dann müsst ihr mir das einfach in die Kommentare schreiben und mal jetzt auch mal, das fände ich sogar relativ interessant, das mal auszuprobieren. Ich habe mal gehört, da gibt es auch einen Controller oder so dazu. Muss ich mich nochmal informieren. Und somit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo damit. Damit unterstützt ihr mich einfach völlig kostenlos. Das gibt mir irgendwie nochmal die Motivation, solche Videos für euch zu produzieren. Denn die sind schon ein wenig aufwendig zu schneiden. Aber das mache ich gerne. Und somit reingehauen.